Darum muss jetzt echt Luigi gewinnen auf dieser Map. Irgendwie schon. Wenn Wario gewinnt, dann ist es echt traurig für Luigi. Vielleicht gewinne ich ja auch, ich habe dieselbe Farbe. Warte mal, wer übernimmt jetzt eigentlich Koopa Troopa, also das Vorlesen, wenn Sunny nicht da ist? Ich nicht. Irgendwer freiwillig? Glaub, das ist mir zu nervig. Passt. Dann mach ich das. Welcome everybody, I'm your guide Koopa Troopa. This is the engine room. The engine in the center hasn't enough energy and it won't move at all. You must search for energy and get the engine moving. You wonder what will happen when it starts moving again. But beware of that fake inventor Bowser. Causing trouble for people is what he lives for. Now then, let's decide turn order. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Party. Heute mal ohne den Sunny. Ihr seht auch schon, dass ich die Interfaces von uns ein bisschen angepasst habe. Wir sitzen jetzt alle auf einer Seite. Sunny kann wegen Sunny-Dingen heute nicht dabei sein. Immerhin Zweiter. Aber wir haben ihn im Geiste dabei. Wir haben Donkey Kong hier. In dem wird reingetreten. Oder er tretet uns einfach weg. Das Gute ist, wenn ich jetzt Letzter bin, kann ich sehen, was auf der Karte passiert, wenn ihr irgendwas Doofes macht. So, wo ist denn der erste Stern? Da. Erstmal gucken, wie sieht denn die Map aus? Ich verliere so oder so Münzen. Alter, hier ist direkt einfach ein Buhu am Start. Und du hast direkt einfach erstmal einen geilen Würfel bekommen. Ich weiß, ich verliere erstmal Münzen. Geht schon mal gut los für meinen Sieg. Okay. Ich hoffe mal, die Röhren sind kreisherum irgendwie miteinander verbunden. Ich krieg wenigstens eine der Münzen zurück. Ich habe eine Münze plus gemacht, Leute. Man muss sich auch ein bisschen die Map angucken. Was macht denn das Teil da unten? Das ist wahrscheinlich ein Laden. Ja, es hieß ja, irgendwas mit der Engine müssen wir in Gang bringen. Ach, teilt ihr euch im Feld? Es gibt Kloppe Donkey Kong. Naja, leider ist noch nicht die Zeit zum Kloppen. Jetzt ist die Zeit zum Kloppen. Alles auf den Affen. Der wird uns fertig machen. Skateboard Scamper. Ach, ist das nicht das, wo wir hier so durchrasen müssen? Ich habe keinen Plan. Ja, wir haben jetzt über Monat, glaube ich, nicht mehr Mario Party gespielt. Ach, das. Oh Gott. Ja, das war das Spiel, was ich so gut konnte. B zum Gas geben und A zum Springen. Und das, was bei mir irgendwie nie funktioniert. Bei mir auch nicht. Ciao, Mario! Nein, ich hab die Münzen verpennt! Ich muss halt einfach so schnell bei mir B drücken. Bei uns ist das nicht anders. Also ich drück auch ununterbrochen die B-Taste. Ich hab die Münzen verpennt. Ich auch. Es ist nur so, ich kann bei weitem nicht so schnell drücken, wie ich drücken müsste. Ja, das liegt dann eher am Controller. Ich weiß, es liegt an der Switch. Ich spiele nämlich nicht mit Controller. Aber eine Sekunde schneller als wir. Blue Doors are closed and Red Doors are opened? Ach, die wechseln mit jeder Runde wechseln die anscheinend in der Mitte die Türen durch. Ich kann mir vorstellen, dass die unten die Dinger das auch triggern. Komm, guck, testen wir mal. Ich komme da jetzt dann vorbei. Okay, man braucht 20 Münzen dafür. Alles klar. Wie gut, dass Donkey Kong direkt 20 Münzen los wird. Die Frage ist, ob das Zwang ist oder ob man es will. Wer weiß. Du könntest einfach instant zu einem Buhu. Ist recht nicht. Rechts ist doch auch der Toad. Ja, aber und dann nutzt ihm ja nichts. Ich würde genau drauf landen. Nee, Sternfeld nimmt keinen Move weg. Aber du könntest ihn dir nicht leisten, ist das Ding.
Hier würde ich einfach hier runtergehen. Du könntest eine Ehrenrunde drehen. So oder so kriegst du den Stern nicht so runter nicht. Und wahrscheinlich komme ich dann halt hier oben raus. Oder hier. Ich denke mal, dass die Röhren mit denen, die am nächsten dran sind, verbunden sind. Und guck mal, da sitzt Bowser. Du willst nach links. Der kriegt eine Klatsche. Hm. YOLO, ich geh da lang. Och man. Ja, ich weiß, dass ich nicht kaufen kann. Geh mir nicht auf die Nerven. So, ist das jetzt Zwang oder? Kann man sich aussuchen. Ich kann den Stern nicht leisten. Ah, okay, damit kann man die Türen triggern, wenn man will. Okay, echt nutzlos. Nee, du könntest du jemanden den Weg versperren. Ich sehe da schon Nützen drin. Wir werden gegen Donkey Kong einfach verlieren. Der hat direkt erst in der zweiten Runde schon den ersten Stern. Wir haben einen besseren Sunny gefunden. Aber mit 15 Münzen durch das Minispiel ordentlich reingecashed. Ich glaube, der hat sogar mehr bekommen, weil wir unsere Geldsäcke nicht bekommen haben. Naja, hat nur 15 bekommen. Weil normalerweise kriegt man, glaube ich, nur 5. Aber ja, da Kai und ich das verfehlt haben und da Kai ja vorher runtergefallen ist, hat er auf einmal 15 bekommen. Ja, du kannst das Ding ja auch nicht triggern. Ja, 10 für das Minispiel gewonnen und 5 für seinen Sack. Okay, das klang jetzt echt dämlich, was ich gesagt habe, aber egal, ne? Du bist auch so ein Sack. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben eine KI dabei, die nur perfekte Inputs machen kann. Ja, der Schlüssel muss ja da vorne zur Tür, ne? A, springen, B, werfen. Und die Stacheldinger dürfen den nicht kriegen. Ich weiß, wir hatten das ja schon so einige Male. Ja, da haben wir aber irgendwie immer den Stachelviechern gepasst. Komm, pass! Schmeiß ihn rein! Ich glaube, den musst du werfen. Ich komm hier nicht. Nö. Schon und wieder bin ich der Schlüsselmacher hier. Gelb.png wurde eingefügt. Ja, 10 Münzen. Jetzt können wir uns alle einen Stern leisten. Ja. Warum ist der Weg nach rechts? Stern? Der Weg nach rechts ist versperrt. Nein. Ach, und sag mal, warum mag ich das Spiel? Den Mini-Würfel. Wo ist Stern? Ja, das will ich gerade gucken. Ich habe nicht aufgepasst. Oben rechts. Ah, okay. Ey, das Spiel mag mich heute. Du hast ihn einfach nochmal vor die Nase gesetzt bekommen. Okay, so nicht. Jetzt verhindern, jetzt gönn dem nicht einen zweiten Stern. Ich will keine 20 Münzen da reinbuttern. Was passiert überhaupt beim Fragezeichenfeld? Der kriegt, glaube ich, noch einen Stern. Nee, das reicht nicht. Ah, okay, der blockiert die Türen. Nicht, dass es einen Unterschied macht, glaube ich. Naja, wäre von mir dran gewesen, hätte ich nicht nach oben gehen können. Okay, macht doch einen Unterschied. Der hätte den Stern holen können. Der wäre dran vorbeigekommen. Naja, wäre ein zu früh. Guck, Kai kann jetzt nicht zu mir zum Beispiel. Und er kann jetzt dafür in Richtung Stern. Das hat ihm was gebracht. Komm, Kai, gib mir Münzen. Oder mach das. Donkey Kong den Stern ab. Das wollte ich auch gerade sagen. Wer auch immer ihn kriegt, nur Donkey Kong, komm, du musst den Stern erwischen. Den Stern! Nicht die Münzen, der hat doch nur eine. Der hat nicht mal eine Münze, der hat gerade alles verloren. Irgendwem von uns versaust jetzt das Leben. Ich hasse dich. Der letzte ist halt komplett random, da kann ich leider nichts für. Jetzt habe ich wegen dir keine Münzen mehr. Und Donkey Kong kann sich wieder einen Stern leisten. Junge, ich habe gerade alle meine Münzen verloren. Sorry. Ich hab nicht mal eine mehr. Alle gegen Donkey Kong. Alle auf den Affen. Oh, was ist das? Piranhas Pursuit. Press B, repeatedly to escape the Piranha Plant.
on the cloud. Place on the cloud, hit and drop to feed the piranha plant with rain. Also wir füttern die Pflanze mit Wasser. Also drains on the piranha plant and gets bigger and can jump farther. Okay, wir müssen einfach die ganze Zeit Ashbomben machen. Ja, und ich müsste... Ah, hintere Taste. Ich denke mal, wenn man höher das macht, dass das mehr bringt. Okay, wir gegen den Bots mit den perfekten Inputs. Also einfach nur Pflanze füttern. Die ganze Zeit raushauen. Fütter die Pflanze! Die Pflanze, weil unter der Wolke bleiben würde. Warum können wir uns auf der Wolke überhaupt hin und her bewegen? Macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht. Komm, jetzt krieg den doch! Da! Oh. So knapp. Und natürlich kriegt er jetzt unsere Münzen, ey. Ja, das war ja bei dem Mario Party 1 doch immer so. Als wenn er nicht schon genug hat. Ich hab wenigstens nichts zu verlieren. Und ich kann mir wenigstens noch den Stern leisten. Ich kann mir gar nichts mehr leisten, weil Kai gerade all meine Münzen verschenkt hat. Ja, den du, der sich jetzt 2 Sterne leisten kann wegen Kai. Sorry, kommt nicht wieder vor, Entschuldigung. Und schon beginnt der Streit wieder. Und Bowser, ey, leck mich. Ey, sei froh, du hast einen Stern, eventuell wird der dir aber direkt wieder abgenommen. Safe. Der klaut dir die letzten 4 Münzen. Der klaut mir die 4 Münzen und den Stern. Der sagt, einmal alles bitte. Viel mehr das Sorgen. Spiel mobbt mich. Du bist genau auf dem Feld sogar. Wir hatten schon eine Folge, die heißt, dass ich gemobbt werde. So, jetzt macht Bowser einmal Döner mit alles. Okay, lese ich heute nicht vor. Ist mir zu blöd. Ich will die Bestrafung schnell durchhaben. Bowser's Chance Time, oh Gott, ich glaube, du kannst uns Münzen abziehen, mit Glück. Es ist dasselbe Event wie auf dem Ausrufezeichen fällt. Nur dass einer von uns jetzt irgendwas. Ja, irgendwer von uns muss jetzt an Bowser was abgeben. Ja, schon mal gut. Du kannst ihn aber nur Münzen abdrücken lassen. Komm schon. Ja! Wow. Geilo! Junge, Höchstbetrag! Wenigstens durfte er meine Münzen nicht behalten. Ja, ich hab sie ausgelöscht. Er kann auch den ja, sicher. Der kriegt einfach mal den Würfel, der Geld bringt, und kriegt direkt 10. Er nimmt meine 4 Münzen. Warum hat er nicht von Kai genommen? Der wollte halt alles von mir haben. Der Bot, der macht manchmal so komische Dinge. Wie gut, dass ich ihm die Münzen abgeluchst habe, damit er mir den Stern nicht klauen konnte. Waren es überhaupt genügend? Ja. Er hätte genug gehabt. Ich habe ihn 30 abgezogen. Wenn er... Ah ja, mit den 10 Münzen, die er dazu bekommen, ja, hätte gereicht, stimmt. Mit deinem Münzwürfel hätte es gelangt. Hallo, Mario! Wir haben den Bot auf unserer Seite, wir können nur gewinnen. Nö. Was ist das? Das Bowling. Das, was Kai nicht kann. Das Bowling-Spiel, das ich bis jetzt noch nicht verstanden habe. Let's go bowling! Der Bowler use und den Control Stick to aim the shell, while the people who are pins try to jump away. Ja, du musst halt nach dem Wurf bewegen, den Shell, also den Panzer. Und wir müssen versuchen auszuweichen. Guck mal, ich verschwinde nach hinten. Fade away. Da werde ich sowas von reinzoomen. Junge, Donkey Kong wird sowas von überleben. Wenn ich mich zu Kai stelle, dann wird er nicht auf uns zielen, ne? Der wird schon nicht auf uns zielen. Alles klar. Ich glaube, bisher hat es noch keiner von uns geschafft, da vorne hinzukommen, oder? Nee.
Immerhin. Junge, wir müssen Donkey Kong mehr treten. Der muss nochmal 30 Münzen zu Bowser drücken. Ja, warum machst du ihn denn nicht mit dem Panzer abgeworfen? Dann hätte der Münzen verloren. Sag, ja komm, gib so mir eine 4. Nee. Ich darf jetzt nochmal eine... Oh ne, ein versteckter Block. Ich krieg ein paar Münzen. Du kannst dir jetzt einen Stern leisten, der jetzt nächste Runde für dich freigeschaltet wird wieder. Ja. Der Stern steht gerade gut. Wie? Ja genau, ich hab doch eh nix. Ihr könntet mir den Stern versauen. Zumindest Donkey Kong oder der Kai könnte es. Klau dem Affen seine Münzen. Natürlich klau ich dem Affen seine Münzen. Sonst klaut er mir meinen Stern. Komm schon. Ja. Wow. Ich hab nur halb so viel von dem zurückgeholt, was er mir geklaut hat. Das ist auch nichts. Donkey Kong, bitte tu's nicht. Kai, bitte tu's nicht. Gönn's mir, der steht dann besser für euch, der Stern. Oh, oh, oh. Wenn du's machst, kriegt er den Stern nicht. Ich muss nur eins würfeln. Kann ich nicht... Ich hab das Glück nicht gepachtet. Junge, wir müssen echt hier die Sterne von dem. Wir müssen das echt ist doch nicht so leicht. Wir müssen die Münzen des Affen nehmen, ey. Ansonsten nimmt er gleich meinen Stern. Spiel mit dem komischen Bild. A, B drücken, um den Bowser aufzublasen. Der ein komisches Gesicht dabei zieht. Das Spiel kann ich gut. Ja! Finish! Das Spiel werde ich nie gewinnen. Und so viel dazu, der Bot macht nur perfekte Inputs, den hättest du gar nicht gewinnen können. Der ist ja auch nur auf normal gestellt. Wo komme ich raus? Am Start. Ich glaube, alle Röhren führen dorthin. Okay, langsam glaube ich das auch. Alle Wege führen nach oben. Hey, Donkey Kong, gib mir deine Münzen. Ja, bitte, saug ihm alles raus, aber nicht so viel, dass du meinen Stern nimmst. Wobei, du solltest eher Donkey Kongs Stern nehmen. Wow, ich hab Akarias Münzen so gesehen bekommen. Jetzt könnte ich einen Stern mopsen. Ja, Donkey Kong sein, weil der in Führung ist. Das sagt sich so leicht. Danke für die 10 Münzen. Ja, das macht der Koopa immer gern. Ja, er hat Spendierhöschen an. Hey, warum musstest du mir das antun? Weil ich es kann. Warum kommt Donkey Kong jetzt hierher? Der wird sowas von deinen Münzen nehmen. Ich weiß. Oder meine wahrscheinlich eher. Der ist so predictable. Dem tut der genau das. Den, ey. Der einfach für den nächsthöchsten Platz die Münzen. Der hat sich nur eine Münze von dir geholt. Ja, der macht genau das, was Sunny tun würde. Die Münzen von Donkey Kong gefallen mir nicht. Kai, du weißt, was zu tun ist. Ich werde mein Möglichstes tun. Es ist gut, dass man wenigstens so leicht an den Buhu hier auf der Map rankommt, ne? Mhm. Ach das Spiel. Schon wieder. Mhm. Da kann man eigentlich AFK sich hinstellen und darauf warten, dass die Hand dann die Münzen bringen. Au! Ich habe erstmal dem Affen eine reingehauen. Ich weiß nicht mal, wie ich irgendwie hier... Ah. Mach. Oh, ja, ja, oh, oh, oh! Er hat die ganze Säcke bekommen, der Sack.
Ich hab die aber auch bis zur letzten Sekunde nicht gesehen, dass wir überhaupt irgendwie hier rausgekommen sind. Ja, sind nee, auch... ist klar, natürlich hat der mehr bekommen als der Sack. Yoshi. Es sind auch genau nur bei der letzten Box diese Säcke rausgekommen. Und du warst gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil die Fakebox dich nach hinten durchgeschossen hat. Kai, du musst wirklich die Münzen von Donkey Kong dir holen, so viele wie möglich. Ich werde ihm den Stern nehmen, wenn ich kann. Weil sagen wir es mal so, mit Yoshi kann man reden, mit Donkey Kong nicht. Bist du dir sicher, dass man sich mit mir unterhalten? Bist du dir sicher, dass sich mit mir verhandeln lässt? Naja, eher als mit Donkey Kong. Nope. Sorry. Mir ist das ein Billig-Buhu, hab ich das Gefühl. Ja, das ist halt wirklich einfach so ein 1-Euro-Laden-Buhu. Ich hab zu schnell gedrückt, ich wollte nicht dir, ich wollte dem Affen. Das war das Spiel, was bei euch nicht funktioniert hatte. Da, wo du so eine Linie ziehen musst, und wo wir alle falsch aussehen, vor allem Yoshi. Da suche ich rein. Ja, die sieht irgendwie bescheuert aus dabei. Das sieht überhaupt nicht falsch aus, ey. Kai, nur die äußeren Linien, ja? Ja, ja. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Guckt euch mal den Kopf an. Er hat so eine leichte Delle. Guck mich an, Junge. Als ob Mario schon draufgesprungen wäre. Um Gottes Willen, ich habe auf keinen Fall gewonnen. Ich auch nicht. Aber Donkey Kong, Junge, der hat auch reingeschissen. Was? Wie war das? Du hast nicht gewonnen? Junge, ich hab so eine heftige Delle da oben. Wie kann ich gewinnen? Ja, Mario gewonnen. Junge, bei mir ist Mario schon draufgehüpft. Das war... Nur, dass es halt keine Delle war. Und warum haben wir alle Punkte bekommen? Ich glaube, wir müssen alle nur so über 85% kommen, dann hat man schon gewonnen. Also, man braucht auf die anderen gar nicht achten. Ach, verdammt. Ich muss mehr Münzen anhorten, damit ich Donkey Kong den Stern wieder abluchsen kann, wenn er ganz ehrlich, ich verliere doch da wahrscheinlich eh nur 20 Münzen, ich gehe links. Ich denke mal nicht, dass der einen 80 Münzen abzieht. Das Höchste, was ich bisher gesehen habe bei den Spielen, ist 30. Wow, ich bin weit gekommen. Im Übrigen, von den Maps her hieß es, das ist die schwerste von der Difficulty. Also die hat als einzige 3 Sterne. Okay, das Fragezeichen schiebt die auch hin. Okay, damit hat er schon mal den Fragezeichen-Stern aktuell. Und wir wissen jetzt, mit dem Fragezeichen kannst du die kostenlos triggern, die Dinger. Ja, und wir wissen, Donkey Kong kriegt gerade noch den Fragezeichen. Das Schöne ist, ihr kommt auch nicht an den Stern ran. Der hat euch den Weg so gesehen zugemacht, weil die sich jetzt wieder umdrehen. Ach, das schon wieder. Und wer ist diesmal der Gejagte? Ja, schon wieder Donkey Kong. Wieder der Affe. Wir müssen das übrigens am besten halt timen, dass wir das einfach machen, sobald die hier drunter ist, damit sie den Geschwindigkeitsbonus kriegt. Ich mach das immer kurz nachdem die gesprungen ist. Komm, Sprint! Hol ihn dir! Kai, ich glaube, du bist mir auf den Kopf gesprungen. Akaya, ja, was machst du da? Ich weiß nicht, was ich mache, Junge. Meine Münzen. Junge, Donkey Kong ist reich. Der kriegt den Münzstern, Junge. Ey, sowas von, ey. Guck mal, der Weg ist verbaut. Und das hat er sogar gratis gemacht. Kann ich denn Null würfeln?
So, wie viele Münzen krieg ich abgezogen? Wenn es nur 20 sind, ist nicht weiter schlimm. I am Bowser, King of Invention. Let me show you my invention. With this maker, you can make as many coins as you want. Oh, what a name. Make as many coins as you want, Mecha. Isn't that a great name? Now then, I'm going to make a coin for you. You are so very lucky. Okay, here we go. Ja, genau so gucke ich auch gerade. Yes, it works. This coin is for you. Congratulations. Ich habe eine Münze gemacht. Now then, that comes to 20 coins. Eine Münze für den Preis von 20. Geil. Vielleicht ist das luckbasiert, dass da mehr rauskommen kann. Also 19 Münzen ungefähr verliert man da. Ist nicht weiter schlimm, finde ich. Ich will da trotzdem nicht hin. Im Ernst, ich habe genauso geguckt wie Yoshi gerade so. Sag mal, willst du mich eigentlich verkohlen? Wie viele Münzen soll er noch bekommen? Junge, der saugt mir jetzt sowas von den Sternen aus der Tasche. Ja, keine Garantie. Du bist auch der Einzige, der einen gerade hat. Das war so obvious, Junge. Der Bot ist so predictable. Das wäre gesunde Menschenverstand gewesen. Das hätte jeder von uns so getan. Ist warum wirklich so. Tick hat er einfach immer noch 50 Coins. Junge, der Bot, der stampft uns in den Boden. Wir haben dir doch gesagt, dass der Kommen heftig ist. Und du wolltest ihn gleich auf hart haben. Der hat jetzt zweimal den 10-Münzen-Würfel bekommen. Kai, du kommst aber schnell voran. In der Tat, genauso fast so schnell wie ich mit meiner. Ach, du nimmst auch den Weg? Ach ja. Ich hätte auch den anderen machen können, aber... Nein, ich wollte Castaways. Ich kenne das Spiel, glaube ich, nicht mal. Ich glaube, das war das, wo man so eine Angel geworfen hat. Ja, das ist das Angelspiel. Das ist das Spiel, das keiner von uns wirklich versteht. Treasure Divers. Das Spiel mag ich so gar nicht. So, da kann man doch wunderbar behindern. Alles auf den Affen. Warum? Warum sind beide Viecher bei mir? Ja, ja, ich habe geschafft, was ich erreichen wollte. Er hat die Kiste fallen lassen. Nein, ich will nicht eine große Kiste. Och, Mann. Geh weg, Kai. Geh weg. Könntest du bitte aus dem Weg gehen, Kai? Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Danke. Ich werde die Kiste nie hochkriegen. So, und jetzt streiten sich alle um eine kleine Kiste. Kai, gib her. Ich brauche dieses Taschengeld. Das ist meine. Eine Kiste hochbekommen, ey. Bei einer habe ich dich gut sabotiert. So, doch, keine Sorge. Das ist wieder der Moment, alle treten in mich rein, ey. Sogar der Bot. Wir versuchen doch eigentlich alle in den Bot reinzutreten, aber schaffen es nicht. Ja, aber guck mal, wer mal wieder letzter ist. Ich war Zweiter. Keine Sorge, ich nehme ihn jetzt einen Stern weg. In deinen Namen. Und ich nehme den anderen in meinem Namen weg. So, ich habe jetzt Akarias Stern. Nee, du hast Donkey Kongs. Meinen hole ich mir noch zurück. Nachdem er sich deinen geholt hat. Den wird er sich nämlich definitiv wiederholen. Wenn er da hinkommt. Erstmal keine Münzen mehr. Nein, zu schnell. Kannst du ja selbst den Weg verbauen. Will ich nicht. Ich muss nur warum hat er eigentlich schon wieder einen Münzwürfel? Keine Ahnung. Ist ein Glückspilz. Der hackt einfach. Der gönnt sich auch nicht die Dinger. Einmal hat er sich gegönnt. Ja, aber das hat er gemacht, um mich zu sabotieren. Einmal hat er Gönnjaminen gemacht. So, Kai, das Münzen abgeben. Vielleicht kriegt er auch 100 Münzen und muss 20 abgeben. Ist halt wirklich die Frage, ob das glücksbasiert ist oder ob der immer nur eine Münze gibt. Ich glaube, der gibt immer nur eine. Davon würde ich auch ausgehen. Na, Kai? Bist du glücklich mit deiner einen Münze? Damals haben sie ja noch nicht wirklich so viel hier gemacht. Ey, also. Man muss eine Sache sagen, das ist eine Map, wo Bowser wenigstens so spendabel ist, eine Münze zu geben. Und dir dann 19 weitere abzuziehen.
Der nimmt sie halt eigentlich direkt wieder zurück. Oh, der hat auch noch das Lack-Minispiel bekommen. Irgendwas muss es ja gut sein. Can eat the fastest flowers with a long jump. Alles klar. Du kannst vom einen Kopf der Pflanze auch direkt zur nächsten hüpfen. Du kriegst pro Pflanze, auf die du hüpfst, eine Münze. Das ist ein richtiges Moneymaker-Game. Kai? Ja, ich habe meine Steuerung noch nicht so ganz durch. Alter, kriegt man da Münzen? Das ist ja ein richtiges Münzengeschenk. Du hättest ja locker 30 Münzen rausholen können. Ich hätte locker 30, 35 Münzen da rausziehen können. 30 Minimum. Alles unter 30 ist schon scheiße. 27 sind auch nicht wenig, er kann sich auch einen Stern bopsen. Ja, da zeigst du uns einmal kurz die Fingerpistole, ne? Mhm. Wenn du ihm jetzt auch den Stern wegnimmst, was glaubst du, wen nimmt er uns dann? Die oder wir? Der mehr Münzen hat, of course. Richtig. Ah, das Spiel. Lass dich nicht vom Hopper treffen, sonst fliegst du runter. Er kann ja nicht runterbacken. Nicht runterspringen. Oh, Münze, Münze. Meinte. Jetzt gönnt mir doch auch mal was. Meine. Junge, Donkey Kong macht hier wieder so Fettmoneten. Die anderen sind aber auch unfähig. Ja, ich habe mal einen Sack gefangen bekommen. Hä, nee, der ist in mir gelandet, glaube ich. Der ist in mir gelandet. Da stand mein Name drauf. Nee, da stand mein Name drauf. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Münzen eingesammelt, wenn die an der Stelle runtergekommen sind. Guck, mein Sack. Weil ich habe nur einen gesammelt bekommen. Ja, schon mal den letzten. Oh, wer will mit mir den Platz tauschen, Leute? Donkey Kong. Bitte nicht, bitte nicht. Du bist so ein Arsch. Das ist nochmal eine Ehrenlohn. Ich hätte mir die Kacke eh nicht leisten können, ihn den Stern abzunehmen, also. Gern geschehen. Zumindest ein paar Münzen mitnehmen können. Oh, Pilz. Ja, da kannst du nochmal würfeln. Mit Glück. Mit Glück! Ich darf aussetzen, yay. Nächste Runde aus. Komm. Ah, du Sauhund von Affe. Boah, der saugt, der lutscht gleich den Stern wieder aus Shining raus. Aber richtig übel. Das Minigame mit dem cutte ich übrigens raus. Das Einzelspieler, wenn der kommen Einzelspieler macht. Wie weit kommst du runter? Wie weit kannst du gehen? Also der Affe ist ja mal mega gelenkig, ne? Vor allem hat er eine ziemlich gute Balance. Also ich könnte das nicht. Natürlich, ich schaff das halt komplett runter, ey. Was kriegt er dafür? Ich glaube 10 Münzen. Die Minispiele, die richtig Geld bringen, die sind immer grün. Junge, der hat einfach 100 Münzen, der kann 2 Sterne klauen. Kai, du hast mehr Münzen als ich. Ach scheiße, ich hab gerade als einziger einen Stern. Ja, der saugt dir die Münzen raus. Oh, beziehungsweise, dir lutscht er den Stern weg und dann lutscht der Kai die Münzen weg. Ich will das nicht. Ich habe jetzt so schön mit Akaya die Plätze getauscht. Ich will das nicht. Ich will auch so vieles nicht, Shining. Und wen interessiert das? Richtig, niemanden.
Warte, mit ein bisschen Glück, wenn ich gleich eine 3 bekomme, könnte ich eventuell machen, dass er was abgeben muss. Also mit irgendwen die Münzen tauschen muss. Oh ja, das, wo man grapschen kann. Oh Junge, das, wo ich einfach dreimal hintereinander. Er kann am schnellsten grapschen. 100% hatte. Ich kann irgendwie gar nicht grapschen. A drücken. Das sieht lustig aus. Auf jeden Fall so lang gezogen. Ist die Nase so richtig? Ich glaube, das muss weiter runter. Ein bisschen. Ich glaube, so ist richtig. Nein, Junge, mein Controller war einfach 98 übersensiv. Junge, ich hätte die 100 geschafft, wenn mein Controller dann gerade nicht komplett sensibel gewesen wäre. Also Leute, hofft einfach mal darauf, dass ich eine 3 bekomme, dann versuche ich mit irgendwem Donkey Kong die Münzen tauschen zu lassen. Mit dir am besten, eigentlich. Ein Sterntausch wäre auch cool gewesen. Nee, der Münztausch war schöner gewesen, damit er niemanden in Stern abgreifen kann oder generell in der Richtung. Ja, nur das Problem ist, sowohl meine Münzen als auch die von Kai hätten gereicht dafür. Ja, der wird jetzt meinen Stern mopsen. Ja. Der holt jetzt dein Sternchen wieder. Und du holst ihn wieder zurück, wenn du das Geld hättest. Ich muss nur ein Minispiel gewinnen. Richtig, du musst ein Minispiel gewinnen. Drei VTuber spielen Mario Party und werden vom Comp vernichtet. Na Kai, wie geht's denn so? Na, alles klar. Es gibt Krieg. Alles fit soweit, ne? Ballonbürst. Ach, schon wieder das. Ja, ich krieg Münzen. Wird werdet? Das, wo Bowser komische Grimassen zieht. Okay, ich glaube, ich habe ein Tempo. Ja, ich habe ein gutes Tempo gefunden. Boah, Junge, so weit hatte ich den auch noch nie aufgeblasen bekommen, dass er sein Gesicht verzogen hat. Ich habe ein, zwei Mal reingeschissen. Ich habe auf den letzten paar Sekunden so beschissen gepumpt, dass ich nicht mehr pumpen konnte. Also das, was ich mache, ist, dass ich mit zwei Fingern das mache, immer abwechselnd. Erst wenn der andere Finger wieder ganz oben ist, dass ich dann wieder den anderen drücke. Ich weiß nicht, ob das sonderlich euch hilft, aber so mache ich das. So mache ich das auch und es nutzt mir trotzdem gegen dich nichts. Das ist mein Game. So, gib mir den Stern zurück. Und den holt sich Donkey Kong wieder. Kai, nimm ihn den anderen Stern. Nee, das mache ich schon. Entweder den Stern oder nimm ihn Münzen weg, dass er sich keinen mehr mopsen kann. Ich nehme den Stern, Kai nimmt die Münzen. Du bist so weit weg, Kai wird den Stern sich holen. Moral gibt's hier nicht. Aber das war meiner. Ja, gleich, das ist meiner. Nee, gleich, das ist meiner. Wie so ein Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Meins! Nein! Mama, Donkey Kong, so viele Münzen. Ey, der hat gerade welche verloren. Nicht genug. Jetzt ist es Kais. Nee, das ist meiner. Ich hätte jetzt auch schon super eklig sein können und Yoshi klauen können. Wir wollen doch. Wir wollen dem Kondor nichts gönnen. So eklig wollte ich heute noch nicht sein. Doch nicht, das machst du erst, wenn Mario Party 2 an der Reihe ist.
Dann suchst du die ganzen duellen Minigames mit mir. Es soll auch demnächst ja Mario Party 3 endlich dazu kommen. Ja! Und wo bleibt Mario Party 8 oder so? Die sind spaßig. Und die könnte man über einen Emulator aufnehmen, wenn ihr das mal unbedingt möchtet. Dass wir die ganze Reihe einmal durchgehen. Oh Gott, das Minispiel, das ich bis heute noch nicht verstanden habe. Hochschießen und hoffen, dass er runterfällt. Man muss ihn von einer Seite irgendwie fokussen. Ja! Er ist runtergefallen und genau in dem Moment Standbild. Verbindung instabil. Ich guck mal kurz, ob mein Kabel richtig drin ist. Ja, mein LAN-Kabel ist richtig drin. Ich hab's gerade geprüft. Irgendwer hat gerade eine instabile Verbindung. Sagt mir meine Akaya! Oh. Akaya ist rausgeflogen. Jetzt kann der Affe sich keinen Stern mehr. Akaya, kommst du wieder rein? Oder ist er gerade komplett aus seinem Internet geflogen? Wenn ja, mache ich eben kurz Pause. Und ich hab gedacht, ich wäre mit Vodafone schon gestraft genug. Und dann komm ich mit 1 und 1. Sorry Leute, bei Akai ist eben kurz Internet rausgeflogen. Wir sind jetzt wieder alle da. Und dann kommt mein Bruder, der einfach eine 1 Gigabyte Leitung hat. Ich bin froh, dass bei mir das Internet ungefähr 1-2 Mal im Monat komplett weg ist. Und nicht jeden Tag. Bei mir ist es jeden Tag zwischen 4 und 5 Uhr einmal kurz weg für eine Sekunde. Wir haben aber jetzt, Pause, wo wir aufnehmen, jeden Game gekickt zu werden. Wir haben jetzt gerade 2 Uhr, Leute. Also, wo wir aufnehmen, haben wir 2 Uhr. Erfolg gelohnt, ein Schritt. Du hättest doch gar nicht würfeln können. Ja, Castaways! Moneten! Das war doch das mit den Angeln, oder? Ja. Ach, das Kacke. Das habe ich immer noch nicht Moneten. Ganz verstanden. Ja, ganz kurz, dann fliegt es nur kurz. Und einmal durchdrücken, dann fliegt es weiter. Aber das kriege ich trotzdem nicht geschissen. Ich werfe auch nur weiter. Ich glaube, ich meister das Angeln jetzt. Das meistert keiner von uns. Oh, ich hab die große Kiste! Wie ziehe ich das wieder ein? Rotieren. Gehen. Ha, meine Kiste. Verdammt! Ich hab's nur angedrückt! Ha, noch eine. Bei mir fliegt das halt nicht mal irgendwie. Ich hab begriffen, wie es funktioniert. Also es ist nicht einfach nur so kurz andrücken. Ihr müsst das wirklich so in bestimmter Menge nach hinten ziehen. So, ich hol mir jetzt eine da hinten. Könnt mir alle mal. Ah. Verdammt. Ich habe nur einen einzigen Sack geangelt, sonst nichts. Also ich hab's mittlerweile begriffen, wie man es macht. Kai hat es ja offenbar auch geholfen, die Erklärung. So gefühlt. Ganz ehrlich, bei so einem Drecks-Minigame muss man es mal irgendwie erklärt bekommen, wie es eigentlich funktioniert. Ja, ich kriege auch mal Münzen. Oh, das sind nur 2. Und keine 10 wie bei Donkey Kong immer. Sei froh, du kannst in der nächsten Runde nach oben durchgehen und gucken, ob du den Stern bekommst. Nein, nicht wenn der Kai dazwischenpuckt. Will ich nicht, ich brauche meine Münzen. Die 20 hättest du opfern können, tatsächlich. Dann wirst du auch eher weniger getargetet. Naja, werde ich gerade eh nicht, weil ich keine Sterne habe. Warum kriegst du den guten Block? Weil ich's kann. Aber wenigstens krieg ich nicht den Stern gemobst. Zumindest nicht von Donkey Kong. Geh runter, verderb ihn das. Verderb ihn den Stern. Dann kann Donkey Kong... Ah, nee, Donkey Kong würde den Stern trotzdem noch mopsen. Ja.
Einfach weil ich gerade 20 Münzen kassiert habe. Hot Rope Jump. Seilspringen, Leute. Ja, das Ding rotiert und wir müssen einfach nur drüber springen. Wow, easy. Ich glaube, das wird mit der Zeit immer schneller und schneller. 20 Sprünge sind offenbar nur. Einfach. Und der als einziger gesagt hat, das ist ja einfach. Einfach instant. Vor allem hat das immer eben 15. Alter, das war so Karma fürs Angeben. Oh, da ist jemand für mich. Ist ja Familie. Junge, für mich war hier dieser blöde Cooper einfach zweimal hintereinander in einer Aufnahmesession. Und beide Male wurde ich denn von euch auf den letzten Platz getreten. Ja, der sagt eigentlich nichts aus. Ich glaube, der ist zu dem Zeitpunkt einfach nur bei den Bonussternen irgendwie. Oh ja, ich komme zum Stern. Nein! Den kann mir keiner mehr verbieten. Klau ihm den Stern. Würfel hoch und klau ihm den Stern. Bäh. Und jetzt muss er das Ding drehen, dass du den einfachen Weg hättest nehmen können. Obwohl, dreh es nicht, dann hat Doki... Warte mal. Doch, man müsste es drehen. Man müsste es im besten Fall einmal drehen, damit Donkey Kong den längeren Weg hat. Das werde ich aber nicht schaffen. Ach, das schon wieder. Das wieder. Also, ziemlich haben wir langsam alle Minispiele beim ersten gesehen, ne? Ja, irgendwie schon. Ach man. Ja! Ich weiß nicht mal, wie man irgendwie hier diesen komischen Sprung macht mit den Teil. Das ist automatisch von den Kisten. Die hüpfen automatisch, die Kisten. Wenn man so eine Sprungbox erwischt, hüpft die automatisch mit dir weg. What the shit? Der hat sämtlich von diesen Säcken eingesammelt, weil alle von diesen... So. Ich hab nur einen einzigen Sack überhaupt gesehen. Ja, tausch mit mir. Das ist Karma. Nicht mit Donkey Kong tauschen. Doch, tausch mit Donkey Kong. Dann kannst du, kann Akaya ihm gleich einfach den Sack klauen. Akaya kriegt den Stern. Mann, ey. Das Spiel mobbt mich schon wieder heute. Ich spawn den Stern jetzt vor dir. Ja, irgendwie musst du mir das jetzt vergüten. Ich kann auch nichts dafür, dass du das Teil bekommen hast. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Kurz vorm Stern. Ja, tausch mal eben kurz mit irgendwem. Aber besser ist ich als Donkey Kong. Ja, danke! Ja. Geil. Trigger wenigstens, dass das... dreh die Dinger wenigstens, Kai. Der kann da nicht lang gehen. Komm, dreh es! Konki Dong dreht nicht. Er will nämlich Stern klauen. Ja, der klaut wenn den Kai den Stern. Ja. Wahrscheinlich zumindest. Nee, mein. Der will nochmal extra nicht reintreten. Das ist wirklich Sunny offenbar. Er hat den Spirit von Sunny geerbt. Vielleicht hat er sich auch von Cooper gerade irgendwie beeinflussen lassen. Vielleicht. Ich sowas vielleicht, zurück, vielleicht weiß der schon etwas, was wir noch nicht wissen. Komm, ich brauch nur noch irgendwas, was höher ist als eine 4. Ja, das reicht. Ja, das reicht. Ja, das war eine gute Zahl, Kai. Jetzt komm schon, Ich hatte Angst, dass es die Revolution wird. Okay, jeder, der verliert 30 Münzen. Ach du Kacke. Junge. Ja, ich verliere nix! Ich verliere meine Münzen nicht! Das wollen wir wetten.
Ich verliere bei den Münzen nicht! Junge, das ist so unfair, ey. Ich finde es so unnötig. Ich kann es! Ihr verliert alle 30 Münzen! Ja, das ist halt wirklich einfach nur noch unfair gerade gewesen. Warum unfair? Ich wurde gerade vom Stern weggeportet. Verdient. Oh nein. Och nö, nicht das. Hm? Ich muss weglaufen. Kai, du hast so irgendwie eine Zielscheibe auf dir drauf. Ja. Kai, darf ich dir einmal meinen Hammer vom Nahen zeigen? Ich will dir einmal meine Bertha zeigen. Meine Bertha ist gelb. Ich zeig dir meinen Siegfried. Ich zeig dir meine Bertha. Kai, komm her. Ja, oh. Natürlich kriegt Donkey. Kai. Komm doch her. Ja. Oh, lecker. Die hole ich mir. Meins! Kai, du bist eine Geldmaschine! Und Konki Dong kriegt nochmal wieder. Ja, ich hab nochmal was rausgehauen! Ach, danke Kai, dass du uns so viel Geld spendest. Der war echt liebensgewürzig. Ach, ekelhaft jetzt. Oh nein, Junge! Der nächste Stern, der jetzt weggelutscht wird von Donkey, ist meiner. Vermutlich. Ich könnte jetzt nett sein und versuchen, ihm die Münzen wegzunehmen, aber ich glaube nicht, dass ich ihm genügend wegnehmen würde, also nehme ich den Stern. Du gibst mir jetzt meinen Stern zurück, du Arsch. Wir müssen Donkey Kong einfach verlieren lassen, ganz ehrlich. Wir versuchen es ja, aber kriegst du nicht hin. Warum? Er ist doch gerade das Letzte. Wahrscheinlich hat er alle Bonussterne. Na klar, ey. Ist alles richtig so. Nehmen. Vor allem den Geldbonus-Stern hat er auf jeden Fall. Da können wir sagen. Nee, bei dem Game war es, glaube ich, nur der, der das höchste in dem Zeitpunkt hat. Ja? Ach, schade. Ein weiter. Ja, ich krieg Moneten. Was ist das? Ach, das ist das. Hm. Das, was ich irgendwie nie hinbekomme. Das Ranz-Game. Da musst du darauf achten, wann der Tower so ein bisschen rüttelt. Ja, genau. Da musst du den nach vorne fallen lassen und genau kurz vorher musst du springen. Ich glaube, du kannst das beeinflussen, in welche Richtung der fällt. Oder ich fahre einfach so runter. Ich hasse das Spiel. Ja, nee, ist klar! Natürlich wird nochmal in mich reingetreten. Ey, darauf hat jetzt aber keiner von uns Einfluss. Doch, du. Du hast immer Einfluss auf das Spiel. 1-1-1-1-1-1! Neben dem Affen gleich seine Münzen. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, wem der Affe seine Sterne nehmen wird, eventuell. Ja, wir beide sind safe. Na, er wird wahrscheinlich wieder deinen nehmen. Ja, im Herzen wird das immer Sunny sein, der in mich reintreten will. Ja, der steht gut. Da gehe ich definitiv nicht hin. Komm, nimm ihm seine Münzen weg. Nimm Donkeys Münzen. Mach erstmal, dass es auf jeden Fall Donkey Kong ist, der was abbekommt. Jetzt im besten Fall, dass er was abdrücken muss. Nein! Ja, nee, ich hasse dich. Ich sag jetzt schon mal, ich hasse dich. Luigi. Ich mach was jetzt blind. Luigi oder ich hasse dich. Ich hasse dich. Du bist einfach so ein Stück Scheiße. Er hat doch so blind gemacht. Jetzt kriegt Donkey Kong den Stern, den er sich wahrscheinlich mit seinem Geld geholt hätte, einfach gratis und kann sich noch einholen.
Ich weiß, wie die Folge heißt. Ja, ich werde wieder gemobbt, oder was? Nee, 3 YouTuber werden vom Kopf fertig gemacht. Nee, ich werde einfach von euch wieder gemobbt, so wie bei dem letzten Mal, als ich dabei war. So, da habe ich einen Trick gefunden, wie man die Arschbombe nutzen kann, tatsächlich. Das musst du machen, kurz nachdem die Plattformen wieder hochgekommen sind. Dann musst du die Arschbombe machen. Geil! Okay. Du musst jetzt müsstest du die Arschbombe machen. Hau ab. Geh weg. Man darf auf dem wenn da nur eine Platte ist, nicht auf jemand anderen hüpfen. Das ist Selbstmord. Kai, lass ihn nicht gewinnen. So lange war das Minispiel aber auch noch nie da. Perfekt! Außer der Kombi. Diesmal habe ich mich richtig hingestellt. Das habe ich die ganze Zeit schon versucht. Hauptsache der Bot kriegt nichts. Hauptsache der Bot nimmt die Sterne von dem Dude, der mich meinen Sterns entledigt hat, mal wieder. Er war unschuldig. War er nicht. Ich war vollkommen unschuldig. Ich habe das so, warte mal. Blind gemacht. In welche Richtung will ich ihn? Ich will eigentlich, dass er nicht nach links und rechts kann. Also gehe ich unten lang, damit ich ihn den Weg blockieren kann. In der Hoffnung, dass er hoch genug würfelt, dass er nicht durchkommt, ne? Dass er jetzt oben lang muss. Junge, der wird das Teil einfach auch nochmal umändern. Guck mal, ich stehe gut. Pinsel. Na, so nee, der ist doch schon dran vorbei. Nee. Oder? Nee. Der kriegt den Stern. Nee, er ist okay, zu doof dafür. Das war tatsächlich dumm. Siehst du, meine Aktion war schlau. Hat sich gelohnt. Aber jetzt dafür, aber oben bei mir. Ja, aber jetzt musst du noch mal eine Ehrenrunde drehen, dafür, dass der auch noch mal länger laufen musste. Oder? Nee. Der hat's auf den Geist abgesehen. Der hüpft gleich durch die Röhre und versucht am Geist noch meinen Stern zu klauen. Im Bestfall nimmst du ihm gleich die Münzen weg. Obwohl, geht nicht, ne? Nee, Donkey Kong ist vorher dran. Leute, gib den Schlüssel einfach an die Viecher weiter. Da krieg ich da keine Münzen. Ich brauche aber Münzen. Wie war das Perfect Inputs? Perfect Inputs ist nicht gleich gut denken. Junge, ich werd richtig vermöbelt von allen, ey. Donkey Kong tritt in mich rein, ihr tretet mich rein. Wir sind eben in den letzten 2 Runden, da gehe ich nicht nochmal Münzen opfern. Es ist sowieso egal, das ist die letzte Runde. Nee, das ist die vorletzte. 2 Runden sind's noch. Hat er nicht eben gesagt, last turn? Wow, ich bekomme nicht mal, oder? Freiheit. Ach, dann wirst du direkt da hoch gepustet. Dann sehen wir auch mal, was das hier oben bringt. Vorausgesetzt, ich komme in der nächsten Runde durchs Rohr. Der schafft ja noch zum Boho. Tschüss, helfen mit deinem Stern. Oder Yoshi. Na, ich habe 2. Es war klar, dass der mich targetet damit. Und ich habe nicht genug Münzen, um zurückzuklauen. Junge, wenn es einfach irgendwie 2 Sterne geben würde für denjenigen, der in den am meisten reingetreten wurde, ey, ich würde sowas von beide bekommen. Ja, der war schön, der Pilz gerade. So, Kai, jetzt ist einfach nur die Entscheidung, wen nimmst du Münzen weg? Komm, nimm mir die Münzen weg. Komm, nimm sie mir weg. Sonst gewinne ich am Münzstern. Also, Kaya hat genug gewonnen. Junge, vor allem Bu hätte mir wahrscheinlich nochmal alle Münzen abgezogen. Warum ziehst du mir so viele ab?
Weil ich's kann. Da ist ansonsten Junge, die ganze Zeit nur so 1, 2, 4 und bei mir einfach so 13. Junge, hätte er Buhu auf mich eingesetzt, Junge, ich hätte safe alle 41 Münzen verloren und hätte gar nichts mehr gehabt. Oh, das Spiel, das mag ich tatsächlich. Das finde ich richtig geil. Das ist auch witzig, wenn man darauf achtet, was die anderen machen. Wir werden da alle zum Maulwürfen. Also mein Plan ist ja eigentlich immer basically erstmal Richtung Mitte. Und dann darauf beten, dass irgendwer ein Schild gefunden hat. Hab es! Die war aber auch super nah an dir dran. Ich habe nur gesehen, halt, dass der Bot in einem Pfeil nach oben rechts hatte. Dann habe ich in der Richtung geguckt. Wie hätte ja, ich aber dann... das war trotzdem echt unfair. Keiner von uns hätte dort in der Zeit hinkommen können, abgesehen von dir. Ja, du und der Affe hätten da hinkommen können. Mehr, kein anderer hätte an diese Kiste. Nee, ran. Der Affe auch nicht, weil das näher an Jan Yoshi war als an den Affen. Ein Stern! So. Ja, ich krieg gar keine Sterne. Doch, du kriegst eventuell den Münzstern. So. Der erste Stern ist der GameStar. Das ist meiner. Oder? Nee, Donkey Kong! Donkey Kong gewinnt. Ja, da hat in den Minispielen massig Münzen abgegriffen. Coinstar! Donkey Kong! Okay, Donkey Kong. Der folgende, den ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Passt. Stern kriegt, glaube ich, auch Donkey Kong. Das ist ein Kai. Du hast doch auch einen noch bekommen. Wow. Und? Bin ich deswegen wenigstens noch Zweiter geworden? Dritter, wenn maximal. Wird überhaupt angezeigt, wer hier Zweiter und so ist? Hier in dem Menü noch nicht. Ich werde jetzt erstmal eine Runde drehen, ne? Ich bin nämlich der Letzte. Ich habe die wenigsten Münzen. War doch so, dass hier der Letzte irgendwie immer gepiesackt wird. Mhm. Die Engine läuft! Tschut. Ach, wir sind auf einem Luftschiff! Wetten, ich falle jetzt runter. Donkey Kong tritt dich sowas von runter, ey. Alter, wir wurden vom Bot fertig gemacht. Du bist aus dem Schornstein geblasen. Ah, mein Arsch! Da, wo ich eben hochgepustet wurde. Ich glaube, ich bin sogar noch Zweiter geworden. Hilfe, Leute, mein Hintern brennt! Ja, nee. Ich glaube, ich hatte nicht genug Münzen. Nee. Doch. Du bist doch. Lol. Ich sag mal so, Kai hat halt gerade echt die Macht, wer von uns beiden Letzter wird, ne? Er hätte mir auch nicht genug Münzen abziehen können und dann wäre ich trotzdem. Aber ich glaube, wir haben die Bonus-Map freigeschaltet. Null. Ja, wenn die Bot-Dinger zuzählen, ja. Nee, dann nicht. Guck mal, bei der nächsten Aufnahme haben wir safe die neue, also die letzte Map freigeschaltet. Und da schwingt sich Donkey Kong nochmal durch die Luft. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Video. Wenn ja, abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Darf man den treten?